Herzlich willkommen nochmal. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der digitalen Bürgersprechstunde. Heute zu Gast Martin Rabanus von der SPD. Hallo, Herr Rabanus. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr, wieder jemanden, heute schon den zweiten in dieser Woche zu begrüßen zu können. Oder den dritten, glaube ich schon sogar. Den dritten. Also die Bürgersprechstunde geht voran und wir reden heute mit Martin Rabanus natürlich über die Themen des Wahlkreises, von dem wir gleich noch ein bisschen was hören werden. Herr Rabanus ist quasi aus dem Wahlkreis Rheingau-Taunus, Limburg und ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Thema Bildung werden wir auf jeden Fall auch nochmal anhand der User-Fragen, die bislang reingekommen sind, stärker in den Mittelpunkt nehmen. Herr Rabanus, erzählen Sie mal ein bisschen was über den Wahlkreis. Kennt nicht jeder. Ich bin zwar auch Hesse, also ich kenne das ein bisschen, aber kennt ja nicht jeder. Ja, Rheingau-Taunus, Limburg. Das ist der Rheingau-Taunus-Kreis, einfach von der Fläche her, und der Altkreis Limburg. Das sind also 10 Gemeinden im Landkreis Limburg-Weilburg mit Limburg als Zentrale. Das umfasst diesen Bundestagswahlkreis. Wir haben eine sehr unterschiedliche, sehr heterogene Struktur, auch weil wir ein sehr lang ausgedehnter Wahlkreis sind. Er liegt in Hessen in Randlage vom Rhein-Main-Gebiet. Und erstreckt sich eben von Lorch in der Westseite, angrenzend an Rheinland-Pfalz, zieht sich dann den Rhein entlang um Wiesbaden herum und geht bis hoch in den Westerwald in den Norden. Es sind im Prinzip drei Subregionen. Der Rheingau ist bekannt für den guten Wein. Der Taunus, der Untertaunus, ist sehr waldreich und ist also von der Kulturlandschaft auch tatsächlich landwirtschaftlich geprägt ursprünglich. Naja, und der Teil Limburg ist natürlich vor allem bekannt durch die Stadt Limburg, den Limburger Dom, den Limburger Bischof auch, der ja diese Region noch zu fragwürdiger Berühmtheit Darüber werden wir gebracht auch noch hat. sprechen. Da haben wir auch schon eine Frage natürlich reinbekommen. Ich habe mir Ihre Website mal angeschaut und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, die ich bemerkenswert fand. Das eine war, dass Sie ein Wohnzimmergespräch anbieten. Ja. Erklären Sie mal, was das ist. Das Wohnzimmergespräch ist von der Grundidee tatsächlich das, wonach es klingt, nämlich ein Treffen, ein Gespräch im Wohnzimmer. Also Sie können quasi mich als Ihren Abgeordneten zu sich einladen. Bringen Sie dann auch eine Flasche Wein mit? Ich bringe dann auch eine Flasche Wein mit, wenn es die Uhrzeit erlaubt, oder vielleicht einen Kuchen, wenn es eben nachmittags stattfindet. Es ist einfach das Angebot, möglichst direkt mit den Menschen und mit den Bürgerinnen und Bürgern auch ins Gespräch zu kommen. Und das auch in einer Atmosphäre, wo man sich vielleicht auch eher mal wohlfühlt, um mit einem Politiker zu sprechen. Nicht jedermanns Ding ist es, in irgendwelche Veranstaltungsformate irgendwo hinzugehen. Und das war einfach die Idee und das Angebot, das mal umzudrehen. Und es ist eine Sie, sehr spannende Erfahrung, die man da so wollte ich gerade macht. fragen, sicher sehr, sehr intimer Moment dann auch Ja. meistens, wenn man bei den Leuten dann in der Wohnung steht und gut, wenn sie einen eingeladen haben, dann wollen sie das ja auch. Ja. Es ist anders als bei den Haustürbesuchen, die die SPD ja auch im Wahlkampf gemacht hat. Was sind denn da so Ihre Erfahrungen? Also wie kann man sich das vorstellen? Kommen die Leute dann meistens mit einem ganz konkreten Problem? Das ist unterschiedlich. Also es gibt Einladungen, die aufgrund von ganz konkreten Situationen ausgesprochen werden. Das müssen nicht nur persönliche Dinge sein, das können auch Sachen sein, die im Arbeitsumfeld sich abspielen, in der Firma abspielen, wenn dort bestimmte Themen einfach anstehen, die mal einfach auch in einer vertrauensvollen Atmosphäre besprochen werden sollen. Ich fand aber auch total spannend, zum Beispiel die Einladung von der Lebenshilfe bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis, Also Organisationen laden Sie auch ein. Organisation, die eben mit ihren betreibenden Wohnheimen für behinderte Menschen, und haben gesagt, Mensch, es ist doch dann gut, dieses Angebot nehmen wir wahr, um Sie, Herr Rabanus, auch einfach mal mit unserer Klientel, mit unserer Bewohnerschaft, mit unseren behinderten Menschen auch in Kontakt zu bringen. Und ich muss sagen, das waren sehr beeindruckende Momente, die Okay. ich dort auch hatte. Zweite Sache, die mir aufgefallen ist, ist das sogenannte Gläserne Abgeordnete, eine Rubrik, den Sie dort haben, wo Sie über Ihre finanzielle Ausstattung als Bundestagsabgeordneter quasi ja, die Menschen in Kenntnis setzen, aber auch Sachen anbieten oder angeben, wie zum Beispiel Ihre Krankenversicherungsbeiträge, beziehungsweise wie viel Anteil Sie dort selbst bezahlen müssen und welchen Tarif Sie da quasi wählen.
Warum, das müssen Sie ja nicht. Nee, muss ich Warum nicht. machen Sie, legen Sie so viel Wert auf Transparenz? Weil ich glaube, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht darauf Aber haben. es ist ja teilweise auch schon ein bisschen privat. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden, wann man sozusagen sagt, das geht niemandem mehr an. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde meinen Steuerbescheid würde ich nicht im Internet veröffentlichen, wie ja manche auch auf die Idee gekommen sind, das zu fordern, jedenfalls, ob es irgendjemand macht, weiß ich nicht. Da sind mir zu viele private Dinge drin, die in der Öffentlichkeit nichts verloren haben. Aber was mich jetzt als Person angeht, finde ich, darf das ruhig jeder wissen. Das ist für mich auch ein Punkt. Ich mag auch nicht diese Legendenbildungen, die gerne dann Platz greifen, wenn man eben das nicht tut, sondern wir üben ein öffentliches Mandat aus. Wir werden aus öffentlichem Geld bezahlt und ich finde, das kann auch jeder wissen. Haben Sie darauf Reaktionen bekommen, auch von anderen Abgeordneten, die gesagt haben, mein Gott, da gehst du aber weit, von Ja. Kollegen? Ja. Ja, genau Okay. solche Reaktionen habe ich auch bekommen. Ja. Und Also Sie fühlen allerdings, sich auch ein bisschen unter Druck gesetzt dann, oder? nö, Das nicht, ich fühle aber mich bestätigt, das zu machen. nein, die anderen Die meine ich, anderen, weil Sie das ja, gemacht haben. genau, die dann auch. Und wenn mich dann einer fragt, der das bei dir gesehen hat, warum ich es nicht mache und so. Jetzt haben Sie dann aber auch wenig Nebeneinkünfte. Das ist wahrscheinlich ja dann sicherlich auch einfacher, würde ich mal sagen. Weil das ist ja genau das Thema, an dem sich vieles dann auch entzündet in der Diskussion, ne? Gerade die Nebeneinkünfte. Ja, aber das muss dann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Also Nebeneinkünfte sind ja nur dann gerechtfertigt, wenn ein Abgeordneter tatsächlich für diese Einkünfte auch was arbeitet. Das sollte er tun, Sollte er tun, ne? So, wenn der dafür was arbeitet, dann braucht das eine gewisse Zeit. ja, genau. Zeit, die für die Mandatsausübung nicht mehr zur Verfügung steht, auch völlig klar. Klar. So, und wenn jemand das macht, dann finde ich, kann er dazu auch stehen. Vielleicht hat jemand ja gute Gründe, das so zu tun. Klar, da gibt es ja Spitzenreiter, die ja gerade diskutiert werden. Wir nennen jetzt hier keine Namen. Wir laden Nein, Sie gerne nein. ein, dazu hier auch das mal in der digitalen Bürgersprechstunde quasi zu legitimieren, beziehungsweise die Argumente dafür uns nahezubringen. Fangen wir mal an mit den Bürgerinnen und Bürgerfragen. Wir haben jetzt hier jemanden als erstes mal, der Sie duzt, der kennt Sie anscheinend. Das ist der Gregor aus dem Rheingau, vielleicht auch ein Genosse. Lieber Martin, hast du als Mitglied des Bundestags bereits Auslandsreisen unternommen? Wenn ja, welche und zu welchem Zweck? Ja, lieber Gregor und liebe Netzgemeinde, ja, ich habe bereits Auslandsreisen unternommen, zwei. Ich habe eine Reise unternommen nach Armenien. Ich bin auch stellvertretendes Mitglied in dem Unterausschuss für Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, so heißt das. Also die auswärtigen Kultur- und Bildungsaktivitäten der Bundesrepublik Deutschland. Und vor diesem Hintergrund war ich in Armenien und habe mich dort informiert über die Arbeit von unseren Auslandsorganisationen, also Goethe-Institut, Deutscher Akademischer Austauschdienst, der dort aktiv ist. Es gibt eine ganze Reihe von europäischen Bildungs- und Wissenschaftsprogrammen, Klammer auf, für die ich zuständig bin im Bildungsausschuss, Klammer zu, die dort auch ein Büro unterhalten, weil es mich einfach mal interessiert hat, wie auch aus der europäischen Perspektive diese osteuropäische Partnerschaft von uns als Deutschland auch ausgefüllt wird mit unseren Aktivitäten. Also Armenien, das waren 3 Tage. Und ich war am letzten Wochenende in Boston bei der Jahrestagung des German Academic International Networks. Das ist ein Zusammenschluss von über einen dicken Daumen 5000 deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Forschern in den USA und in Kanada. Und da gibt es einmal im Jahr eine Jahrestagung, bei der wir auch als Bundestag eine Delegation immer hinschicken, um den deutschen Wissenschaftlerinnen, die dort sind, eben zu informieren über das deutsche Wissenschaftssystem, Hochschulsystem, Möglichkeiten dazu auch, die man hier hat, darzubringen, mit dem Ziel, diese Top-Wissenschaftler und Forscher wieder zurück zu uns ins Land zu holen. Da sind wir dann unmittelbar beim Thema Bildungspolitik. Also wie kriege ich eigentlich bei uns im Land für Forschung, für Wissenschaft, aber auch für die Wirtschaft die besten Köpfe? Okay. Und dafür ist man da mal hingefahren und hat sich aber auch mit anderen dort getroffen, die an ähnlichen Themen arbeiten. Ja, natürlich. Na Also klar. das ist gerade die letztere Tagung. Das ist eine ziemlich große Tagung. Da sind die Köpfe auch aller deutschen Wissenschaftsorganisationen da. Von der Max Planck ausgerechnet war nicht da, aber das ist ein anderes Thema.
also auch die Leibniz-Gemeinschaft, die DFG ist da vertreten, also die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Viele Hochschulen sind dort vertreten und werben für sich auf einer kleinen Messe, die Talent Fair heißt. Okay. Also es ist eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Tagung gewesen. Okay. Nächste Frage kommt zum Thema, wir haben ihn eben schon angesprochen, den ehemaligen Bischof, muss man ja sagen, von Limburg, Herr Rabanus. Jetzt ist es ein Jahr her, dass die Machenschaften von unserem Luxusbischof Theberts van Els publik wurden und endlich verschwindet er aus unserer Region. Angeklagt wird er aber dennoch nicht. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass jemand im großen Stil Gelder veruntreut hat, nicht vor Gericht gestellt wird? Wenn das nicht bald geändert wird, ist und bleibt die katholische Kirche ein mafiöser Verein, der sich nicht in die Karten schauen lässt. Meint Anno Domini aus Limburg. Anno Domini, das ist natürlich ein schönes Pseudonym. Ja. Dann auch Anno Domini, einen herzlichen Gruß von mir. Also, vielleicht mal vorweg. Ich bin selber Katholik. Mhm. Und auch mehr als nur auf dem Papier. Und umso ärgerlicher finde ich das, was da passiert ist. Mhm. Nun kann man zu Herrn Theberts van Els auch schon vor dieser ganzen Geschichte seine abgeschlossene Meinung gehabt haben. Das war bei mir so. Mhm. Und ich finde das ziemlich unerträglich, was da gemacht worden ist. Das hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob das jetzt denkmalpflegerisch irgendwie gelungen ist, was die da gemacht haben auf der Domplatte in Limburg. Das ist es ohne Zweifel. Mhm. Ganz nebenbei, das muss man auch mal sehen. Mhm. Aber in einer solchen Art und Weise das Geld der Gläubigen und der Kirche eben da einzusetzen, um sich tatsächlich auch Luxusbäder und Luxusausstattungen zu genehmigen, das ist eines Bischofs unwürdig. So, das ist der eine Teil. Mhm. Der andere Teil ist der angesprochene strafrechtliche. Mhm. Ich habe natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass die Limburger Staatsanwaltschaft von der Aufnahme eines Ermittlungsverfahrens absieht. Ich akzeptiere das, weil wir in einem Rechtsstaat leben und weil wir auch eine klare Trennung zwischen den Gewalten haben. Und wenn eben an der Stelle die Staatsanwaltschaft keine Ansatzpunkte für strafrechtliche Ermittlungen, also das Moralische ist ja sozusagen der eine Teil, strafrechtliche ist der andere Teil, sieht, dann will ich das nicht weiter kommentieren, auch wenn ich es mindestens emotional irritierend finde. Und wie die Kirche mit solchen Fällen umgeht, ja, so geht sie immer um. Das kann man auch nicht gut finden. Jetzt wird Herr Theberts zu Els ja erstmal aus dem Verkehr gezogen, sozusagen, und dann taucht er vielleicht irgendwo an einer katholischen Fakultät mit einer Professur wieder auf. Ich weiß es nicht. Aber da, glaube ich, müsste sich die katholische Kirche schon noch mal ein bisschen genauer überlegen, wie sie A, Transparenz über das herstellt, was sie da so macht, und B, wie sie mit solchen Vorgängen auch umgeht. Ja, zumal es ja dann auch, also ich glaube, die evangelische Kirche war im gleichen Maße danach von Kirchenaustritten so ist es. Betroffen. Ja. Das ist ja, das natürlich. Wird dann ja quasi, ja. Hat dann quasi Kollateralschäden auch verursacht. Ja. Eine andere Frage zu einem Thema, was jetzt auch hessisch spezifisch nochmal ist. Hessen saniert auf Kosten der Kommunen, heißt es gern von der SPD-Seite. Ist da was Wahres dran oder handelt es sich hier um klassische Stimmungsmacher der Opposition? Jürgen aus Wiesbaden gerne wissen. Ja, Jürgen aus Wiesbaden, das ist mehr als nur Stimmungsmacher. Es ist nachvollziehbar und auch in den Beschlüssen des Hessischen Landtags belegbar, dass die hessische Landesregierung den kommunalen Finanzausgleich gekürzt hat. Und zwar ganz erheblich, 344 Millionen Euro, die jedes Jahr fehlen. Das ist schlicht so. Das ist kein sozusagen Theaterdonner der oppositionellen Kräfte. Und auch die neue schwarz-grüne Landesregierung hat an dieser Tatsache leider nichts geändert. Ich habe schon damit gerechnet, dass eine Regierungsbeteiligung der Grünen ein klein bisschen mehr Kommunalfreundlichkeit, ich habe es gehofft, eigentlich richtig gerechnet, damit habe ich ehrlich nicht, aber ich habe es gehofft, dass da ein bisschen sich etwas verändert, ist aber leider nicht geschehen. Gut. Aber ich meine, das kommunale Problem ist ja, das zieht sich ja nicht nur durch Hessen wahrscheinlich, oder dass die Kommunen gerade unter extremem finanziellen Druck stehen. Nein, das zieht sich nicht nur durch Hessen. Gerade auch im Ruhrgebiet haben wir ja dieses Phänomen.
Ja, das ist völlig richtig. Die kommunale Seite ist insgesamt nicht mit dem Füllhorn gesegnet. Aber wenn Sie es im Ländervergleich sich mal angucken, dann stellen Sie fest, dass die hessischen Kommunen pro Kopf die geringste Finanzausstattung haben im Konzert aller 16 Bundesländer. Und das hat etwas damit zu tun, wie Landespolitik kommunale Ebene ausstattet. Kommunen sind ja sozusagen formal gesehen, mal ganz staatsrechtlich gesehen, keine eigenständige staatliche Ebene, sondern gehören formal zur Landes Ebene dazu. So. Und deswegen gibt es eine besondere Verpflichtung der Länder, die kommunale Finanzausstattung sicherzustellen. Da hat es im Übrigen auch in jüngster Zeit ein Staatsgerichtshofurteil, also der Verfassungsgerichtshof von Hessen ist der Staatsgerichtshof, ein Urteil gegeben, das die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs in Hessen verworfen hat, als verfassungswidrig festgestellt hat, weil nicht nach nachvollziehbaren Kriterien die Finanzausstattung der Kommunen in Hessen geregelt ist. Also es ist, glaube ich, in Hessen noch mal ein spezifisches Problem. Zur Finanzausstattung gehören natürlich auch die Einnahmen durch Steuern, die die Kommunen kassieren. Und da ist es natürlich wichtig, da auch Arbeitsplätze zu haben, Gewerbesteuer etc., die ja maßgeblich die Kommunen auch finanziert. Jetzt möchte Tamara aus Limburg zu folgendem Thema was wissen. Westhessen ist ja eher als strukturschwache Region bekannt. Der demografische Wandel und die Abwanderung der Landbevölkerung macht mir als Limburgerin schon Sorgen. Was können wir tun, um gerade die jungen Leute bei uns zu halten? Ja, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, liebe Tamara aus Limburg. Wir haben es in unserer Region ja, so wie es überall ist mit der demografischen Entwicklung, sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben noch Zuzugsregionen, Idstein wird noch größer. Limburg ist stabil in der Bevölkerung, aber wenn man ein paar Kilometer nur von diesen regionalen Zentren weggeht, wird das schon sehr bröckelig. Was man machen muss, glaube ich, und da machen auch unterschiedliche Kommunalpolitiker, glaube ich, auch unterschiedlicher Parteien sind sich da sehr einig. Es gibt überhaupt keinen Parteienstreit. Man muss versuchen, familienfreundlich zu sein. Man braucht Kinderbetreuungsplätze und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Man braucht eine vernünftige Infrastruktur, Klammer auf, inklusive Breitbandversorgung, Klammer zu. Und wir brauchen möglichst gute, möglichst breit gefächerte eben Bildungsangebote in der Region. Das versuchen wir sicherzustellen über unsere Kreisberufsschulen. Das ist ganz wichtig, dass wir die nicht verlieren, einfach um die gewerbliche Wirtschaft auch damit Fachkräften ausstatten zu können. Und was ich für wichtig und sinnvoll halte, ist eben auch an den Hochschulen, Fachhochschulen, die wir in der Region haben, möglichst viele auch dezentrale Veranstaltungen zu machen, möglichst mit den Mittelständlern, die wir haben. Es gibt da gar nicht so wenige, nämlich. Das kriegen wir aber wieder hin. Es gibt gar nicht so wenige, auch hochtechnische, hochspezialisierte, ganz tolle Mittelständler, aber die brauchen natürlich Nachwuchskräfte. Und diese Nachwuchskräfte müssen tolle Lebensbedingungen bei uns vorfinden. Schön alleine, landschaftlich reicht nicht. Die wollen mehr. Daran muss man arbeiten. Wer ist denn so der größte Arbeitgeber in Ihrem Wahlkreis? Oder welche Firmen dominieren das denn? Größter Arbeitgeber ist überhaupt nicht Firma, Ja, ist sondern wahrscheinlich wie immer eine Verwaltung, ist wahrscheinlich die. nee, auch nicht die Verwaltung. Das sind die Gesundheitsversorger. Kliniken, die Vitos Klinik ist zusammen, also auf der Limburger Teil sozusagen, zusammen auch mit dem Zentrum für forensische Psychiatrie am Eichberg im Rheingau sind große Arbeitgeber. Wir haben beispielsweise die Firma Britta Wasserfilter bei uns im Wahlkreis, die sind ja ziemlich bekannt. Die haben weltweit 1200 Mitarbeiter, am Standort 650 ungefähr. Wir haben die Firma Mundi Pharma in Limburg, die Medizinkonzern, wie man sich denkt. Wir haben Harmonic Drive beispielsweise, ein hochtechnisiertes Unternehmen, das mit so Kugellagern arbeitet, so ganz feinmechanische Geschichte. Wir haben Omikron, sind damit in der Nanotechnik, beim Anlagenbau Weltmarktführer. Man glaubt es kaum, ein kleinerer Betrieb mit knapp 300 Mitarbeitern. Aber ganz, ganz Mittelstand. spezialisierte Ja, Mittelständler. okay. Bevor wir zu den zwei weiteren Fragen kommen, die sich jetzt mehr mit dem Thema Verkehr und Infrastruktur beschäftigen, nochmal die Bitte und natürlich auch der Hinweis, Sie können natürlich jederzeit auch jetzt noch Fragen stellen. Wir freuen uns, das können Sie hier in diesem
Hangout tun. Wenn Sie sich das über Google Plus gerade anschauen, haben Sie dort einen Kanal, wo Sie Fragen stellen können. Sie können uns natürlich aber auch über Twitter und auch über Facebook oder auch ganz normal über unsere Website die Fragen zukommen lassen auf dem üblichen Wege. Hier möchte noch Ulrich Berghoff wissen, der schreibt aus Geisenheim, liebenswerte Lindenstadt. Okay, das ist sicherlich. Ist es so, es gibt die Linde, der Lindenplatz. Okay. Wunderbar. Hallo Martin, es wäre schön, wenn du einen Kommentar zu dem visionären Bahntunnel über 120 Kilometer von dem Herrn Wilschwärmst abgibst. Vielen Dank im Voraus, Ulrich. Erstmal, an welchen Bahntunnel handelt es sich denn da? Ja, einen Bahntunnel, den es nicht gibt. Ja, aber den es ja irgendwo mal geben soll. Genau, also wir haben ein riesiges Problem bei uns im Rheintal mit Bahnlärm. Das ist annähernd unerträglich. Wegen dem Güterverkehr? Vor allen Dingen wegen dem Güterverkehr. Ja. Wir haben natürlich auch Personenverkehr, aber der ist deutlich leiser. Vor allen Dingen eben im Nahverkehr wird inzwischen ein modernes Gerät eingesetzt. Das ist naja, okay, also es ist natürlich Bahnlärm, aber es ist überhaupt nicht vergleichbar. Wir haben Dezibelwerte da bei uns über die Güterverkehre, die um die 100 liegen in den Spitzen. Mhm. Also das ist richtig, richtig, richtig laut. Und wir haben das Problem, dass sich seit Jahrzehnten im Grunde genommen nichts tut. Es gibt natürlich das ein oder andere Lärmschutzpaket, auch von der Bahn und ein paar kleinere Lärmschutzmaßnahmen, also hier mal eine Lärmschutzwand oder so. Aber im Grunde genommen ist das alles nur Flickschusterei und man muss wissen, dass der Bahnlärm nochmal, also der Güterverkehr nochmal erheblich steigen wird, wenn der Gotthard-Basistunnel fertig ist. Wir liegen genau auf der großen Magistrale, Gütertransversale Genua-Rotterdam. So, das sozusagen als Vorrede für all diejenigen, die jetzt nicht aus dem Rheingau kommen. So, und jetzt gibt es seit langem die Diskussion, dass man in Rüdesheim einen Bahntunnel errichten könnte, um eben die Stadt Rüdesheim von diesem Bahnlärm zu entlasten. Das kann man als mehr oder weniger realistisch einschätzen, dass das kommt. Und in diesem Kontext hat der Kollege Wilsch, Bundestagsabgeordneter der CDU. Der quasi Ihr Gegner im Wahlkreis war. Genau. Gegen den Sie also, ja, der auch den Wahlkreis gewonnen hat. Genau, mein politischer Mitbewerber hat nun einen Vorschlag in den Raum gestellt. Man könne ja, um das Problem endgültig zu lösen, einen Bahntunnel von Wiesbaden bis Köln bauen. Dann wäre sozusagen auf der gesamten Strecke der Güterverkehr weg, unter der Erde. So, das klingt zunächst mal ziemlich absurd. Mhm. 120 Kilometer Tunnel ist natürlich kein Pappenstiel. Dem Vernehmen nach gibt es irgendwelche Ingenieurpläne, die das mal versucht haben zu projektieren und es würde angeblich nur 5 Milliarden Euro kosten. Mhm. So, da mir die Pläne selber nicht vorliegen, kann ich mehr dazu nicht sagen. Mhm. Das hat er jetzt vor 14 Tagen oder was vorgestellt, diese Idee. Ich bin da sehr neugierig, mir das genauer anzugucken, aber es klingt doch eher wie eine Geschichte aus Wolkenkuckucksheim, denn irgendwas, was wir haben, möglich wäre. Wir haben ja hier in Berlin gute Erfahrungen gemacht mit solchen Bauvorhaben, die zwar dann überirdisch waren und mit Kostenschätzungen dazu. Ja. Aber nur ganz kurz nochmal nachgehakt. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Trassendämpfung. Ja. Was wird denn dafür getan? Das kostet auch viel Geld, aber lohnt sich ja auch, um wenigstens die Dezibelzahl dann von 100 runterzubekommen, auf 60, 70, glaube ich. Ja, also Sie können über die Trassendämpfung ein bisschen was machen. Sie können vor allen Dingen über die Qualität des Gerätes, das da drauf fährt, was machen. Da ist eben in den letzten Jahren auch nichts getan worden, obwohl es längst technische Möglichkeiten gab. Das haben wir jetzt zu Beginn der Großen Koalition geändert. Mhm. Es gibt einen klaren Fahrplan jetzt, in dem die Bahn und die Dienstleister auf der Schiene ihr Material umstellen müssen, leiser machen müssen. Mhm. Und das hat das mit dem Ziel, eben bis 2020 eine Halbierung des Lärms hinzukriegen. Meine Aufforderung hat gewirkt und es haben sich tatsächlich ein paar Fragen eingefunden. Wenn die Regie noch mal ganz kurz nach oben gehen kann, fange ich mal von oben an. Das ist die Live-Frage von Thomas Eimann aus Eltville. Der möchte wissen, stehen beim Bundeswirtschaftsministerium auch weitere Fördermittel für Firmen zur Verfügung?
Also da sind wir doch mal bei dieser Regionalförderung, die wir eben besprochen haben. Ja, die stehen zur Verfügung, lieber Thomas Eimann, aber das muss man sich im Einzelnen angucken, um welche Firmen es geht, in welche Branchen es geht, in welche Projekte es geht. Da bin ich in meinem Wahlkreisbüro gerne ansprechbar. Sehr gut. Ansonsten kann man sich sicherlich auch direkt an das Ministerium aufwenden. Natürlich, ich glaube, klar. Da steht bestimmt auch was auf der Website. Ja. Dann möchte Gloria wissen, die Live-Frage, wie man letzte Woche im Wiesbadener Kurier lesen konnte, wurde an der Wiesbadener Diltei wird das so ausgesprochen? Diltei wird das ausgesprochen, Schule kurzfristig die Rückkehr zu G9 abgesagt, da es so wenige Bewerber für G8 gab. Damit wird der Wille der Eltern, ein Kind für G9 einzuschulen, nicht berücksichtigt. Kann das Land Hessen dies einfach so machen? Wie stehst du dazu? Also wie ich dazu stehe, ist ganz einfach. Ich halte das für ziemlich einen Schwachsinn. Es war aber zu erwarten mit der Novellierung des hessischen Schulgesetzes durch die schwarz-grüne Koalition unter der Überschrift Wahlfreiheit, war klar und war allen Beteiligten klar, dass sowas passieren kann. Und das ist genau der Webfehler im Gesetz. Formal juristisch kann man das machen. Politisch und auch menschlich für die Betroffenen, finde ich, kann man das nicht machen. Okay. Dann gibt es noch eine Frage, weiß jetzt gar nicht von wem, steht nicht dabei. Ich bin kann ich jetzt nicht lesen. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Universität in einem Fachbereich Geisteswissenschaften. Jahr für Jahr müssen wir für Forschungsgelder kämpfen, kriegen aber keine. Warum unterstützt der Bund die Geisteswissenschaften wahrscheinlich im Vergleich zu Naturwissenschaften weniger? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also erstens weiß ich nicht, an welcher Stelle und für welche Projekte Projektmittel beantragt werden. Das ist ja offenbar der Fall. Deswegen kann ich das nur bedingt beurteilen. Es gibt einen Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung im Bund und wir als Sozialdemokraten haben bereits 2014, also zum laufenden Haushalt, auch stark gemacht, den Teil zu stärken. Das ist auch geschehen, daran arbeiten wir auch weiter. Allerdings ist es tatsächlich so, dass die großen Summen auch der DFG-Förderung, also der Förderung aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in Naturwissenschaften gehen. Das ist bedauerlich, zumal ich selbst Geisteswissenschaftler bin. Also ich würde gerne, dass da mehr passiert. Ich glaube auch, dass wir vor einer Dekade der Geisteswissenschaften stehen. Ich glaube, dass wir gerade in den Technikwissenschaften natürlich immer wieder Innovationen brauchen, aber da sind viele Fragen geklärt. Also bis hin zu der Frage des selbstfahrenden Autos. Das ist technisch eigentlich nicht mehr so das Problem. Das sind eher geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Fragen, die man jetzt zu beantworten hat. Also wie geht das eigentlich sozusagen gesetzestechnisch? Wie kann man das umsetzen? Welche Voraussetzungen muss man da? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Wenn man von der Technizierung spricht, muss man ja auch welche gesellschaftlichen Folgen hat das gesellschaftspolitisch eigentlich für Dimensionen. Deswegen glaube ich, dass die Forschung in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften total wichtig ist. Man will deswegen auch gucken, dass wir das ausbauen können. Es ist aber nicht so, dass es dafür keine Mittel gibt. Also da muss man wirklich auch im Einzelfall nochmal hingucken, warum werden dann Anträge genehmigt oder warum werden Anträge auch nicht genehmigt. Ich glaube, der größte Teil, der gerade in die Naturwissenschaften, quasi Drittmittelförderung in der Naturwissenschaften, kommt ja auch gar nicht jetzt unbedingt vom Bund, sondern auch durch private Unternehmen, die natürlich darin einen viel größeren Vorteil für sich sehen, da quasi Geld in die Forschung zu stecken, um ihre Entwicklung auch von Produkten weiterzubringen. Das ist mit Sicherheit so, der Anteil der privat finanzierten Forschung ist in Deutschland deutlich größer als der staatlich finanzierten. Das ist auch in Ordnung so, sage ich auch dazu. Da geht es ja jetzt eher um die Verteilung der öffentlichen Mittel. Und da muss man nochmal genauer hingucken. Wenn wir beim Thema Bildung sind, dann wollen wir auch noch über andere Themen sprechen. Sie sind ja hier auch der Bildungsexperte und entsprechend auch im Ausschuss vertreten. Das Thema BAföG interessiert unsere Nutzer. Das BAföG soll ab 2016 angepasst werden. Studentenwerke und viele Asters bemängeln das, dass die Sätze trotzdem zu niedrig sind. Warum fällt das BAföG immer noch so niedrig aus? Möchte Klaas aus Cottbus wissen. Weil wir nicht mehr Geld haben, dafür mobilisieren können. Das muss man schlicht so sehen. Die Studentenwerke haben eine 10-prozentige Erhöhung der Bedarfssätze gefordert. Wir werden jetzt eine 7% Erhöhung hinbekommen. Mehr war mit der CDU als Koalitionspartner nicht zu machen. Sie wissen, dass es uns auch in den Koalitionsverhandlungen leider nicht gelungen ist, das BAföG-Anpassung, die substanzielle im Koalitionsvertrag
zu verankern. Das ist am Widerstand der CDU gescheitert. Nichtsdestoweniger haben wir das in den Koalitionsgesprächen jetzt erreicht. Wir mobilisieren damit in dieser Wahlperiode zusätzlich 800 Millionen Euro. Mhm. Das ist nicht ganz wenig. Aber es wäre schön gewesen, wenn wir einen etwas größeren Schritt hätten machen können. Das müssen wir dann nach 2017 machen. Okay. Zu dem BAföG gibt es auch noch weitere Fragen. Mhm. Glauben Sie, dass der Bund das BAföG besser handeln kann als die Länder? Müssen wir dann immer noch bis zu 5 Monate vorher alles einreichen, damit man pünktlich sein Geld erhält? Das heißt, die Ausgabe des BAföGs ist jetzt von den Ländern an den Bund gewechselt. Genau, der Bund übernimmt jetzt die Kosten des BAföG zu 100%. Mhm. Vorher war das 65 Bund, 35 die Länder. Mhm. Und wir erhoffen uns und erwarten davon, dass wir jedenfalls in Zukunft nicht mehr BAföG-Änderungen mit 16 Ländern diskutieren müssen, weil vieles ist auch hängen geblieben in diesen Bund-Länder-Verhandlungen früher. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das entscheiden wir selber. Das hat erstmal nichts mit dem Antragsverfahren zu tun. Das bleibt im Prinzip, wie es ist, nämlich in der BAföG-Verwaltung, die ja auch vor Ort an den Universitäten, die BAföG-Ämter sind ja auch an den Hochschulen, dass jemand 5 Monate auf sein BAföG-Geld oder auf die Bescheidung seines Antrags wartet. Also das können nur Einzelfälle sein und da muss auch irgendwas dann schieflaufen. Mhm. Also wir haben, das Studentenwerk selber spricht von der durchschnittlichen Bearbeitungszeit von einigen Wochen. Was auch immer einige Wochen sind, aber mit Sicherheit nicht 5 Monate. Also da stimmt irgendwas nicht. Ja, also ob das dann, also dann das hätte das, dann hätte das Student, ist ja auch eine Aussage vom Studentenwerk und nicht vom Bundesministerium für Bildung. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Okay. Wir werden jetzt auch mit der BAföG-Novelle ermöglichen, die Online-Antragstellung und erhoffen uns dadurch natürlich auch eine Beschleunigung der Verfahren. Sehr gut. Noch eine weitere Frage, quasi jetzt nochmal, geht es um Meister BAföG. Ja. Sehr geehrter Herr Rabanus, eine erfreuliche Nachricht für Studenten ist die Erhöhung des BAföG. Sie können sich unter anderem über mehr finanzielle Unterstützung freuen. Ich habe nicht studiert, aber meine Fortbildung zur Meisterin habe ich mit Unterstützung durch das Meister BAföG erreicht. Auch hier gab es lange keine Anpassung der Beiträge oder der Beträge und Auflagen. Und glauben Sie mir, da hat an der einen oder anderen Stelle wahrhaftig der Schuh gedrückt. Wird die Politik das nach der BAföG-Reform in Angriff nehmen, wahrscheinlich ebenfalls in Angriff nehmen, mit freundlichen Grüßen, Beate Hausschild aus Taunusstein. Ja, liebe Beate Hausschild, das werden wir. Danke, also wirklich herzlichen Dank für die Frage. Ist fast wie bestellt. Ich bin nämlich zuständig für das Meister BAföG bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion. Ja, das Meister BAföG, das heißt technisch Aufstiegsausbildungsförderungsgesetz, kurz Meister BAföG, und Sie können damit betriebliche ja, eben die berühmten, oder die, früher nannte man das die Meisterschüler, ja, die können daraus gefördert werden. Richtig ist, da ist wenig angepasst worden in den letzten Jahren und wir wollen das gerne machen. Der eine Teil ist schon klar, diese Erhöhung von Bedarfssätzen und Freibeträgen, die für die Studenten und Schüler im BAföG jetzt beschlossen sind, die werden analog für die Meisterschüler gelten im Meister BAföG. Es gibt aber darüber hinaus noch eine Reihe von Punkten, wo ich glaube, dass wir im Meister BAföG Verbesserungen herstellen müssen. Ich sage das gerne unter der Überschrift Gleichstellung von Studenten und Meister BAföG. Weil die Darlehensbedingungen, die Zuschusskonditionen und die Förderbedingungen im Meister BAföG durch die Bank schlechter sind als im Studenten BAföG. Weil man vielleicht glaubt, dass die Leute ja schon in Lohn und Brot stehen und dementsprechend auch bessere Rückzahlungsmöglichkeiten haben. Sie sind ja schon möglicherweise, nur wissen wir alle, dass die Akademiker eine geringere Arbeitslosigkeit und im Durchschnitt höhere Einkünfte erzielen. Später. Und dass dementsprechend, ja, aber das ist ja auch die Idee von den Rückzahlungsmodellen, dass man das ja nicht unmittelbar nach Abschluss seines Studiums oder seiner Fortbildung zurückzahlen muss, sondern dann, wenn man es wirtschaftlich halt kann. Mhm. Und ich sehe keinen, jedenfalls heute noch, vernünftigen Grund, warum man damit zweierlei Maß misst. Gut. Also,
Auch da braucht man, wie bei vielen, mehr Geld. Zum Thema So ist es. Bildungsfinanzierung, das passt da auch gut rein, möchte Eileen aus Hattersheim Folgendes wissen. Das Kooperationsverbot untersagt dem Bund, sich finanziell in Bereichen zu engagieren, in denen die Länder alleine zuständig sind. Besonders die Bildungspolitik trifft das in Zeiten knapper Kassen stark. Wie sollen Vorhaben wie Ausbau von Ganztagsschulen umgesetzt werden, wenn es den Ländern an finanziellen Mitteln fehlt? Ist das Kooperationsverbot dann überhaupt sinnvoll? Kompetenzaufteilung hin oder her? Das Kooperationsverbot in der Form ist nicht sinnvoll. Das haben eigentlich auch alle erkannt im politischen Geschäft. Deswegen haben wir uns jetzt in der Koalition auch darauf geeinigt, das Kooperationsverbot wenigstens in Teilen wieder rauszunehmen aus der Verfassung, und zwar für den Teil Hochschule. Da wird es in Zukunft möglich sein, also unterstellt, die Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat stehen da für dieses Vorhaben, sieht aber danach aus, wird es in Zukunft möglich sein, im Hochschulbereich gemeinsam Programme, Projekte zu finanzieren, da also vernünftig einzusteigen. Das ist allerdings nicht möglich im Schulbereich, das ist das, was Aline ja auch mit angesprochen hat, Ganztagsschulen. Das wird leider nicht möglich sein, das ist an dem Widerstand der Länder gescheitert. Muss man leider Weil auch sie sagen. Weil sie sich diese Hoheit nicht nehmen lassen wollen. Weil sie sagen, nein, wir lassen uns da nicht reinreden. Vielleicht ein bisschen komplementär zu sehen, ist es ja auch so, dass wir als Große Koalition die Länder deutlich entlasten. Wir haben gerade das BAföG gehabt. Der Bund übernimmt 100% des BAföGs jetzt. Das heißt, die Länder müssen diese Ausgaben nicht mehr leisten. Das macht pro Jahr 1,2 Milliarden Euro aus, um die Länder entlastet werden. Jetzt haben wir gesagt auf der Bundesebene, okay, wir machen das, aber wir erwarten von euch, liebe Länder, dass ihr dieses Geld jetzt auch in Bildung investiert, da wo es hingehört. In Kita, in Schule, in Ganztagsschule und Hochschule. Und wir werden da sehr genau gucken, ob die das auch alle machen. Wir sind gespannt. Wir kommen noch mal einer Frage hier aus dem Live-Chat. Und zwar möchte Christian aus Weilburg wissen, das Freihandelsabkommen CETA, jetzt kommen wir mal in andere Bereiche rein, ein bisschen weg von der Bildung, der EU mit Kanada steht massiv in der Kritik, in Klammern Investorenschutz. Jetzt heißt es, dass Minister Gabriel auf EU-Ebene für das Abkommen eintritt. Wie ist denn da Ihre Position? Also ich kann das im Grunde genommen mit TTIP gleich zusammen machen, das ist ja das zweite große Handelsabkommen. Kann ich Ihnen auch gleich noch eine Frage dazu vorlesen. Okay. Wie ist Ihr Urteil über die TTIP-Verhandlungen mit den USA? Mit welchen Folgen müssten wir rechnen? Ja. Wird das Abkommen durch die nationalen Parlamente ratifiziert werden müssen und würden alle Länder zustimmen? Okay. Das möchte Ulf aus Reutlingen noch wissen. Dann haben wir TTIP und CETA gleich in einem Aufwasch. Ja, dann kann man auch ganz generell erstmal sagen, ich bin grundsätzlich kein Gegner von Handelsabkommen. Ich glaube auch, dass wir das als deutsche Exportnation, aber auch als Europäische Union durchaus brauchen und dass auch alles, was mit europäischem Einigungsprozess zu tun hat, auch eine Erfolgsgeschichte ist, die auch was mit Freihandel zu tun hat, mit Freizügigkeit und Freihandel. Das war sozusagen der grundsätzliche Teil mal vorneweg. Es gibt massive Bedenken. Es gibt zu CETA auch massive Bedenken in der Bundesregierung. Das ist ja auch in der Presse gewesen. Und die sind auch noch nicht ausgeräumt. Insofern müssen wir jetzt erstmal das ein bisschen genauer angucken. Aber da sind wir, wenn ich gerade mal einhaken darf, da sind wir auch wieder bei der Frage der Transparenz. Wir hatten hier den Herrn Lambsdorff aus dem EU-Parlament sitzen und der sagte, ja, wir können das ja alle gar nicht transparent machen, weil wenn, dann würden ja quasi Geheimhaltungsvereinbarungen schon irgendwie oder Stand von Verhandlungen offenkundig für alle von außen, das würde die Verhandlungen behindern. Aber müsste da nicht mehr Transparenz rein, was da jetzt überhaupt geplant wird? Entstehen dadurch nicht zum Beispiel die ganzen, in Anführungszeichen, Verschwörungstheorien, wollen wir hoffen, dass es Verschwörungstheorien sind, um Chlorhühnchen und andere Sachen? Ich halte das in der Tat für an vielen Stellen Verschwörungstheorie, weiß ich nicht, aber überstrapaziert. Ich habe gestern eine Überschrift über einem Interview mit einem eigentlich klugen Menschen gelesen, die als Zitat gekennzeichnet war, dass also TTIP und die Freihandelsabkommen die Demokratie gefährden. Das finde ich dann schon ein bisschen absurd, was dann da so transportiert wird. Wir haben Kriterienkataloge, wir haben auch klar gesagt, wir wollen
Es gibt bestimmte rote Linien, da kann die Bundesrepublik Deutschland nicht mitgehen, auch was Arbeitnehmerschutz, was Verbraucherschutz angeht, was soziale Standards angeht beispielsweise. Und das ist jetzt eben in der Prüfung. Ich glaube, dass was dran ist, dass man nicht jedes einzelne Beratungsdokument öffentlich machen kann. Das werden Sie weder in politischen Prozessen erleben, noch irgendwo in wirtschaftlichen Prozessen erleben. Da muss es auch mal den Raum geben, wo man miteinander verhandelt. Und das sollen die auch alles tun. Deswegen habe ich vor TTIP im Moment auch überhaupt keine Sorgen. Die sollen mal verhandeln. Und ich kann mir vorstellen, dass die Amis da mit allen möglichen und aus unserer Perspektive auch unmöglichen Forderungen reingehen. So entscheidend wird sein, worauf sich jedenfalls die Verhandlungskommission von europäischer Seite glaubt einzulassen. Das müssen wir bewerten. Dann müssen wir im Zweifelsfalle sagen, so nicht. Was ist denn jetzt der Zeitrahmen? Kennen Sie den? Der Zeitrahmen ist, dass bis Ende des Jahres erste Zwischenergebnisse vorliegen sollen. Ich finde übrigens, dass Sigmar Gabriel die Informationspolitik deutlich verändert hat, seitdem er in dem Haus Chef ist und sehr viel informiert über Zwischenstände. Aber sei es drum, bis Ende des Jahres sollen wohl erste Papiere vorliegen und bis zum Sommer ist soweit, Sommer nächsten Jahres, soweit vorangegangen sein, dass man tatsächlich konkret was auf dem Tisch des Hauses hat. Wir werden das weiter verfolgen und sicherlich auch noch in weiteren digitalen Bürgersprechstunden. Man merkt schon, das ist immer wieder ein Thema, was die Bürger sehr interessiert, ein sehr emotionales Thema. Deswegen nehmen wir das auch gerne immer wieder rein. Jetzt haben wir noch eine Frage von Julian aus dem Rheingau, die hier live gerade reinkommt. Über 50% der Schüler meines Jahrgangs besuchten das Gymnasium. Ein Wechsel von der Realschule zum Gymnasium ist schwer möglich. Zudem wachsen die Anforderungen der ausbildenden Betriebe an den Abschluss der Lehrlinge. Befürworten Sie, jetzt kommt erstmal, meist wird für Berufe wie Büro, Bank und Industriekaufleute Abitur verlangt. Früher war eine solche Ausbildungsstelle mit einem guten Hauptschulabschluss erreichbar. Wo führt uns diese Entwicklung hin, Ihrer Meinung nach? Und deswegen auch, befürworten Sie eine Zentralisierung der Schul- und Bildungsverantwortung von den Ländern hin zum Bund, um einheitliche Standards zu schaffen? Und wie könnte Ihre Alternativlösung aussehen? Erstmal. Also vielleicht Teil 1, wo führt uns diese Entwicklung hin, dass jetzt man immer mehr größere, bessere Abschlüsse braucht. Und auf der anderen Seite aber die Übergänge von den innerhalb der Abschlüsse relativ verschlossen sind. Also ich, wir hatten es vorhin am Rande, ich finde, dass man wirklich diesen Bereich der beruflichen Bildung, der ein guter ist bei uns in Deutschland, der auch Exportschlager ist, unser berufliches Ausbildungssystem, stark machen muss. Und dass es eben nicht sein kann, dass man für alles erstmal irgendwelche Abitur oder gar irgendwelche Bachelorstudiengänge verlangt, sondern dass wir wirklich da auch mehr Wertschätzung haben. Das ist etwas, wofür wir in der Politik immer nur werben können. Wir führen keine Einstellungen durch in den Betrieben, in den Unternehmen. Das machen wir nicht, das machen die Unternehmen. Aber wir werben dafür und wir versuchen das auch voranzubringen, dass man da hinkommen kann, weil wir kommen in der Tat möglicherweise in eine, nicht möglicherweise, sondern ganz sicher in eine Situation, wenn das so weiterläuft, in der wir zwar genug Akademiker haben, aber zu wenige, die tatsächlich auch noch die praktischen Berufe ausüben können. Das beklagen die Mittelständler schon heute, dass es schwierig ist, einfach ganz normal gut ausgebildete Fachkräfte zu kriegen. Und ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft zum einen, aber auch bei den Unternehmen zum anderen herbringen muss, um diesen jungen Menschen eine Chance zu geben und nicht zu sagen, man muss jetzt für jeden, was auch immer, Abitur erstmal mitbringen. Ich glaube, dass eine Zentralisierung von Schul- und Bildungsverwaltung daran nichts ändern würde. Ich halte das auch nicht für realistisch. Also das heißt, die Hoheit der Bildungspolitik soll weiterhin bei den Ländern bleiben? Die wird weiter bei den Ländern bleiben. Soll, habe ich ja gesagt. Ich glaube, es ist im Kern auch richtig. Ja, ich glaube, es ist im Kern auch richtig, das in den Ländern zu machen, weil es doch noch ein bisschen besser ist, in den einzelnen 16 Bundesländern, als wenn wir versuchen, das aus Berlin zu machen. Das ist der Käse, wir sind viel zu weit weg. Nichtsdestotrotz brauchen wir einheitliche Standards. Und da erwarte ich von den Gremien, die dafür zuständig sind, das ist die gemeinsame Wissenschaftsministerkonferenz und die Kultusministerkonferenz der Länder
an allererster Stelle. Da erwarte ich auch mehr Verbindlichkeit von denen. Das haben wir im Übrigen auch im Koalitionsvertrag so aufgeschrieben. Und wir reden in diesem Sinne auch mit den Ländern. Ist natürlich immer das einzige Wahlkampfthema oder das bestimmte Wahlkampfthema, ja, wenn man auf wenn man Landtagswahlen hat, ne? Weil das ist das Hoheitsthema, ja, der Länder, auf, ja, das sie natürlich auch stolz sind, ja, und wo man sich natürlich auch absetzen kann. Das, ja, ist ja dann auch kein Wunder, dass sich da ständig irgendwie was ändert und an, ja, andere Alleingänge dann, ja, irgendwie durchgesetzt werden, wenn man das Gefühl, ja, hat, wir machen es besser. Ja. Gut, auch ein allumfassendes Thema, was man jetzt sicherlich in der Kürze der Zeit, und wir sind auch schon gleich am Ende, gar nicht komplett besprechen kann. Deswegen kommen wir vielleicht auch nochmal so zu tagesaktuell politischen Geschichten. Da ist natürlich auch der Ukraine-Konflikt, die Situation im Irak und in Syrien im Mittelpunkt. Hier möchte jemand wissen, Marius aus Hessen, wie stehst du zu den beschlossenen Waffenlieferungen an Kurden im Kampf gegen die IS? Dazu kann man auch sagen, wie ist mit diesen Terroristen umzukehren? Was halten Sie zu dieser, wie schätzen Sie die Situation in Syrien, im Irak ein, möchte noch Melanie aus Mainz wissen. Und natürlich jetzt gerade aktuell der vermeintliche Koalitionsstreit über bewaffnete Kampfeinsätze mit Tornados in diesem Gebiet, der ja anscheinend von den Amerikanern schon angefragt worden ist. Ja, was ist da Ihre Position? Das ist jetzt natürlich schwierig in 2 Minuten oder sowas. Nehmen Sie sich 5. Nein, es ist besorgniserregend. Man hat wirklich das Gefühl, ein bisschen ist die Welt aus den Fugen geraten. Krieg ist auf europäisches Territorium zurückgekommen in der Ukraine. Die IS-Milizen flügen im Grunde genommen den Nahen Osten um. Syrien kommt nicht zur Ruhe. In Afghanistan gibt es wieder neue Probleme, neue Auseinandersetzungen. Also es ist schon schlimm. Ja, und wenn man kommt gar nicht mehr so richtig mit, so bei allen Punkten, bei allen neu aufpoppenden Konflikten, ja, sozusagen auf dem Stand zu bleiben, so schnell entwickelt sich das. Ja, auch eine Position zu finden. Ich meine, dieses Thema Waffenlieferung ist ja durchaus ein sehr hochemotional. Das ist ein hochemotionales und es ist auch für mich schwierig gewesen, das muss ich Ihnen sagen. Ich bin aber am Ende des Tages dazu gekommen, dass es richtig ist, die Peschmerga-Kämpfer da zu unterstützen, aus unterschiedlichen Gründen. Ich glaube nicht, dass wir als westliche Welt, als Europa, als Deutschland weggucken können. Das können wir nicht machen bei den hunderttausendfachen menschlichen Tragödien, die sich da abspielen, bei einem Maß an Brutalität und Grausamkeit von diesen Kämpfern, die wirklich beispielgebend ist. Das ist eine andere Qualität als das, was man so in den letzten Jahren, Jahrzehnten, als das, was man so kennt. Das drückt sich auch aus, beispielsweise in der sprunghaft ansteigenden Zahl von Opfern unter den Hilfsorganisationen. Also wir sprechen ja auf der anderen Seite dann, oder diejenigen, die sagen, ihr dürft keine Waffen liefern, die sagen dann im gleichen Atemzug, macht humanitäre Hilfe. Die Realität ist aber, dass die humanitären Helfer vor Ort zusammengeschossen werden. Und das ist sozusagen nochmal für mich nochmal ein Stück weit der Ausschlag gewesen, zu sagen, wir müssen dafür sorgen, dass diese humanitären Helfer überhaupt da mal arbeiten können, dass sie da überhaupt rein können. Und ich finde es deswegen richtig, dass die Amerikaner gesagt haben, okay, wir können es nun mal, wir unterstützen aus der Luft. Und ich finde es deswegen auch richtig, dass man versucht, diejenigen, die da versuchen, auch Korridore zu schaffen, sind es die Peschmerga-Kämpfer dort, auch mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Ich weiß, dass das in Teilen ein Bumerang sein wird. Ich gehe nicht davon aus, dass die Peschmergas die Gewehre wieder abgeben. Natürlich nicht. Also ich meine, wir leben ja auch nicht auf einem fremden Stern. Aber es ist wirklich die Wahl zwischen Pest und Cholera an so einer Stelle. Und deswegen, in dieser Situation, in der das da unten gerade ist, glaube ich, ist die Entscheidung richtig. Und Tornados? Ja, das ist Kappes. Das ist auch kein Koalitionsstreit. Das ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf eine Aussage meines Kollegen Missfeld zurückzuführen. Aber das ist auch eine singuläre Meinung innerhalb der CDU. Und der Außenminister... Wie so oft schon? Jo, ich will auch gar nicht über die CDU reden. Es wird mir viel Spaß machen, auch über die Maut zu reden oder so, was die da abziehen. Aber das machen wir nicht. Der Außenminister hat das klargestellt heute noch einmal. Es wird keinen Kampfeinsatz der Bundeswehr dort geben.
Wir werden es sehen, ob es dabei bleibt. Und ich danke Ihnen erstmal, Herr Rabanus, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Sehr danke gerne. natürlich noch äußerst natürlich auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hier an der digitalen Bürgersprechstunde, dass Sie so viele Fragen gestellt haben. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf die nächste und auch auf das nächste Mal mit Ihnen. Gerne. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, bis bald, bleiben Sie uns treu. Tschüss. Tschüss.